Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario RPG. Im letzten Part haben wir uns hier drin verirrt, in diesem Part wird es nicht besser werden. Glaube ich. Wir wollen hier noch raus, so viel weiß. Ach, ich mag die Kanalisation nicht. Ich mag die Kanalisation nicht. Vor allem, weil er nicht immer in die Röhre reinlaufen will. Also hinabsteigen will. Das will er nicht immer machen. Warum? Warum machen wir? Ah, hier waren wir doch schon mal. Ach, irgendwas sagt mir, dass wir hier noch 50 Parts verbringen würden. Also, schnappt euch euer Popcorn und ja, seht zu, wie wir hier verzweifeln werden. Das ist doch toll. Und ja, ich habe mir vorgenommen, diesen Part weniger rumzuhusten. Ich schaff das schon. Das ist nicht das erste Mal, wo ich erkältet was machen muss, ohne zu husten, niesen oder sonst etwas. Ach so, man kann hier mal. Ach so, Problem gelöst. Wir sind weitergekommen. Also es sah überhaupt nicht aus wie ein Durchgang, aber was soll's. Was soll's. Wir haben ihn gefunden. Das ist alles, was zählt. Und ich habe schon Schlimmeres getan. Ich meine, ich habe schon in Metroid Prime in der ganzen Overworld verlaufen und dann bin ich erst durchgekommen, nachdem ich einfach aber alles mit Missiles beschossen habe. Und ja, das war eine tolle Aktion. Wenn ihr wisst, was ich da getan hatte, das war eine tolle Aktion. Aber was soll's. Wir wollen hier weiter. Und hier waren wir schon mal. Dann wollen wir hier wieder raus. Und hoffen, dass wir dann an einen anderen Ort kommen. Wir waren hier schon mal. Ach so, wir wollen da runter. Wie ging das? Gab es irgendeinen Weg, den Wasserspiegel zu senken? Ich habe aber vergessen, wie. Und okay. Ach so, gut, wir können hier lang. Waren wir hier schon? Wahrscheinlich. Oh, geh doch in die Röhre rein. Achso, von hier kommen wir. Das kann dauern, also das kann etwas dauern. Ich mag's nicht so, wenn's so aufgebaut ist. Ich blick da nie durch. Okay. Ja, hier wollen wir, glaube ich, hin. Ich glaube, hier wollen wir hin. Wir sind hier schon richtig. Wir sind noch lebende Gegner, also können wir doch richtig sein. Was soll so im schlimmsten Fall passieren? Wir werden im schlimmsten Fall Game Over gehen. Und das habe ich zufälligerweise überhaupt nicht vor in dem Spiel. Und ich habe schon wieder getan. Ich greife einen Gegner an, den ich schon mit Mellow angegriffen habe. Und zwar einen schwachen Gegner, den Mellow sogar besiegen könnte mit seinem zweiten Hit. Okay, 56 Schaden, das ist doch mal was. Ja, senkt nur seinen Schaden. Warum muss aber die Animation so lange dauern? Was ist das? Final Fantasy? Das spielt eine lange Animation, wenn es um Kampf geht? Also wirklich. So geht das nicht weiter. Nein, so geht das nicht weiter. Okay. Nix gegen Final Fantasy, das ist toll. Dauert nur richtig lange. Das sind so ganz viele Spielstunden. Okay, zwei Gegner, die uns töten wollen. Toll, wir wurden vergiftet. Wir wurden vergiftet. Gibt's was Besseres als Gift im Videospiel? Ich glaube nicht. Ich bezweifle das sehr stark. Was soll's, unsere HP sind maximal jetzt. Die sind wieder aufgefüllt. Da, Heilitems sind einfach nur da zur Dekoration. Ich meine, wie viele habe ich eingesetzt? Beim Boss so ein paar, ich glaube eins, zwei, drei höchstens. Höchstens vier eigentlich. Wirklich, man braucht die nicht so oft. Ich zumindest. Achso, hier müssen wir hin. Okay, da wollen wir nicht drauf, das bringt uns ja direkt wieder raus. Da wollen wir tatsächlich nicht drauf, denn wir wollen hier drin noch bleiben. Noch für 10 Jahre. Dann kommen wir hier erst raus. Ganz genau. Okay. Okay, und ich höre gerade ein Baby rumschreien. Und nicht irgendein Baby. Das Baby, das natürlich ein Baby sein muss. Ja. Das soll's, ist nicht so schlimm. Das hört man nicht in der Aufnahme.
Es ist nur so, es ist irritierend. Es ist einfach nur irritierend, was soll's. Lass mir das. Wir hatten schon Blaulicht während meiner Aufnahme gesehen. Naja, ich. Und die kam nicht wegen mir. Ich habe ihr nichts getan. Na, ich bin ein sehr legaler Mensch. Ich mach alles legal. Also ich habe noch nie was illegal gemacht. Ich würde auch niemals behaupten, dass ich was illegal gemacht habe. Ich würde auch niemals zugeben, dass ich was illegal gemacht habe. Und genau darum kann man mir nichts. Solange ich nichts sage, kann mir niemand was. Und genau darum steht fest damit, okay, ich habe jetzt wirklich nichts gemacht. Noch. Ich spiele nur auf dem Emulator. Und ganz ehrlich, das tut jetzt eigentlich jeder. Solange das doch keine ganz aktuellen Spiele sind, die ich runterlade, ist es auch gut. Ich lade nur Spiele aus den 90ern runter, wie das hier. Und bei N64 etwas. Und ihr kennt den Rest. Okay, lass mir das Thema. Plötzlich kommt noch ein Polizist und zack. Nee. Also ja, warum habe ich mit diesem Thema eigentlich begonnen? Keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass die Kanalisationen langweilig sind. Vielleicht darum. Kann sein. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir weiter, bevor ich weiter Schwachsinn rede. Okay, ja, also die das Ding hier dauert nicht mehr lange. Ich kann nicht mehr mit dem Namen aussprechen. Toll, nicht? Also wirklich, das dauert nicht mehr so lange. Und wie kommen wir da... Wie kommen wir da ran? Da gibt es irgendeinen Weg und ich weiß nicht welchen. Oh. Gut, wir sind mit der Kanalisation eigentlich fertig. Aber ich will herausfinden, wie ich jetzt da oben rankomme. Genau darum sind wir halt eben noch nicht fertig. Nicht solange ich hier bin. Nein. Gut. Ja, das bringt uns wieder ganz raus. Mal sehen, das war ja nicht lang. Das war jetzt wirklich nicht lang und wir haben gespeichert. Also, hier der Anfang. Gehen wir durch. Hat das eigentlich gespeichert mit dem Wasser? Ja. Perfekt. Müssen wir noch weniger tun. Gehen wir in diese Röhre rein. Kommen hier raus. Springen wir in diese rein. Da waren wir nämlich noch nicht drin. Dann kommen wir hier raus. Gehen dann mal in diese Röhre rein. Kommen hier raus und haben die Orientierung verloren. Irgendwas sagt mir, dass wir hier schon mal... Ja, wir waren hier schon. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Vergesst es einfach. Rumgeirre. Dann soll diese Truhe da einfach mal Truhe sein. Wir lassen einfach die Itembox da Itembox sein und gehen unsere Wege. Okay, wie komme ich hier jetzt weg? Gut, so. So. Ja, geh da rein. Hier ist doch kein Weg mehr, also ich sehe keinen mehr. Gehen wir dann mal in diese Röhre rein. Und ja, ab zum Boss. Achso, das war nicht diese Röhre. Das war nicht die. Geh da! Wirklich, das ist etwas doof, da reinzulaufen. Wir wollen doch hier rein. Geh da rein! Gut. Braves Mario. Da oben, keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Wir kämpfen jetzt gegen ihn. Das muss Belome sein. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ist es ein Feuerlöscher oder seine Zunge? Ah, es ist Essensattacke und ihr seid es. Es ist Essenszeit oder so, keine Ahnung. Wir haben hier einen Mittelboss oder so. Wir haben ja auf jeden Fall keinen richtigen Boss. Also, wir haben eine Person, die denkt, uns aufhalten zu können, sagen wir es so. Und wir machen den mal fertig. 112 Schaden, das ist doch gut. Hätten wir beim letzten Boss gebrauchen können, diese Attacke. Okay. Was soll's, also... Ja, ihr seht's. Das ist das Prinzip eines RPGs. Man kämpft gegen
schwache Gegner, um Erfahrung zu bekommen, um gegen stärkere Gegner, auch bekannt als Bossen, gewinnen zu können. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr noch nicht wusstet, wie aus RPGs sind. Jetzt wisst ihr es. Und ich werde bestimmt nicht lesen, was er während des Kampfes sagt. Nein. Das könnt ihr selbst lesen. Ich habe da auch nichts Wichtiges zu lesen gefunden und er hat verfehlt. Was für ein Pfosten. Okay. Okay. Konzentration, bevor wir es noch verkacken. Wir werden das nicht verkacken. Gut so. Ich glaube, er hat mehr KP als der letzte Boss. Ja, deutlich mehr. Glaube ich. Der letzte hatte ja 3 Millionen. Okay. Mello ist weg. Warum ist es mir egal? Ist doch nur Mello. Also, ja, wir brauchen den nicht. Mit einem Problem hätte er Mario gegessen. Aber das hat er nicht. Das heißt, er hat seinen Untergang besiegelt. Der hat freiwillig Mello genommen. Was für ein Depp. Was für ein Depp. Ich meine, Mario ist hier derjenige, der ihn über 100 Schaden mit dieser Attacke macht. Und er greift lieber Mello an. Okay. Okay. Gut. Das, ja, das ist doch gut. Okay. Ja, er ist down. Er ist down und er hat gesagt, wir sollen uns von der Flut warnen. So, wir sollen auf... Wir sollen wegen der Flut aufpassen. Okay. Blume muss gelogen haben, als er gesagt hat, damit Wasser oder so kommt, so hier rauskommen würde. Mario, hörst du etwas oder nicht mehr? Wasser! Da kommt das schwimmbare Drückenknopf, wo wir es weggewaschen haben. Und ihr seht die Grafikbugs. Ihr habt die Grafikbugs gesehen. Ich bin nicht der Einzige. Ihr seht sie auch. Okay. Ah ja. Ein kleines Minigame. Und ja, das können wir uns anhören, die Erklärung. Die kenne ich nämlich selbst nicht, weil bei der deutschen Version, als ich da auf Ja gedrückt habe, ja, ich wurde getrollt. Die Erklärung hat nämlich das Spiel abstürzen lassen. Mal sehen. Wir starten erst auf dem Wasserfall, ganz oben. Wir müssen halt den Control-Stick verwenden, um uns zu bewegen und Münzen zu sammeln. B drücken, um etwas Höhe zu gewinnen. Gut. Und dann sind noch so Fallen auf dem Kurs und manchmal auch eine Überraschung. Okay. Das war die Erklärung. Ja, ich will an die Münzen ran, aber an alle kommen wir nicht. Aber ich will an die grüne Münze. Grüne Münze. Okay, ich glaube, das sind diese Froschmünzen, kann es sein? Okay. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Was soll's, ich glaube, die sind nicht feindlich. Nein, die sind nett, die feiern eine Party. Wirklich, das Minigame ist eigentlich nett. Es ist nur doof, damit es bei der deutschen Version nicht funktioniert. Weil das Spiel da ja bekanntlich abstürzt. Also es funktioniert aber bei den Tutorials. Wirklich, die deutsche Version. Es hat einen Grund, warum ich die Englische ausgesucht habe. Es hat da einen Grund. Es hat da wirklich so einen kleinen Grund, ich will kein Spiel spielen, das nach dem fünften Boss nicht weitergeht. Syndrom bekannt ist. Ich will nach rechts. Schaffe ich das noch? Ich schaffe es. Gut. Genau so funktioniert ein Wasserfall. Man kann da wieder raufschwimmen. Das macht perfekten Sinn. Ah, wir sind noch nicht fertig. Okay, das Barrel Jumping Event. Mal sehen. Wir müssen unsere Sprünge timen und Münzen sammeln, während wir auf dem Weg sind. Okay, das kriege ich hin. Und auf das nächste Fass springen, bevor wir kollidieren. Und wenn wir es nicht schaffen, ändern wir den Kurs. Okay, wir sind bereit. Okay, ja.
Wenn es über den Fisch kommt, der, also über den Fisch springen, der manchmal kommt, oder wir verlieren Münzen. Okay, das war toll. Ich krieg das hin. Ich weiß nur noch nicht ganz das Timing und hier sich den Kurs ändern sollen. Das soll's. Kurs ändern? Nein, das war dumm. Ah! Ich sollte damit aufhören. Los, wechseln wir das Fass. Okay, welcher Fisch? Ich sehe hier keinen Fisch. Oh, dieser Fisch! Fische! Oh Gott. Was ist das hier? Was ist das? Warum wollten uns Fische töten? Was hat, oh Gott, Frame Drops. Das ganze Spiel arbeitet gegen mich. Wir sind hier gerade in Panik, Leute. Also ich zumindest. Fisch! Frame Drops! Oh Gott. Oh Gott, es ist zu viel. Ja? Entweder zu viel für den Emulator oder mein PC ist viel schlechter als ich glaube. Ja. Ja, es liegt am Emulator, es liegt ganz sicher am Emulator. Ich bitte euch. Oder wollt ihr sagen, mein PC ist schlecht? Okay, nein, lassen wir das. Ja, wir sind auf den Tod geschwommen. Okay, wir haben 33 Münzen erhalten. Okay. Können die gegen Froschmünzen enttauschen? Okay. Wir haben eine Knock-Knock-Schale erhalten. Also ja, man kann das wirklich immer wieder versuchen. Nur es lohnt sich eigentlich nicht. Ich sehe da nicht den Grund. Ich sehe da wirklich keinen Grund, das weitermachen zu wollen. Und wir haben irgendwas zum Ausrüsten erhalten. Achso, das ist was zum Angreifen. Was? Ernsthaft? Spiel. Das ist nicht nett. Spiel. Wenn man denkt, etwas liegt nur an einer Version, dann liegt man total falsch. Was soll's, wir haben zum Glück gerade eben gespeichert. Oh Gott. Gucken lieber hier mal nach. Mal sehen, vielleicht stürzt es hier ja nicht ab. Und ihr habt das Problem gesehen. Das passiert immer in der deutschen Version. Egal was ihr macht. Ja, also wir dürfen die Items so nicht nehmen, gut zu wissen. Das zumindest. Also bei der deutschen Version war das schlimmer. Und die war ziemlich instabil deswegen. Und die normale ist nicht gerade viel besser. Gott. Gut. Wir schaffen das. Wir schaffen das schon. Ich will jetzt aber wissen, was stärker ist. Ich will jetzt wirklich wissen, was stärker ist und was ich equippen soll. Ich sehe ja keine wirklichen Werte. Ich guck kurz mal auf Status. Das hat so doch keinen Sinn. Angriff 51 mit unserem Item, okay. Okay, dann machen wir es so. Zack. Da, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt haben wir mehr Angriff und jetzt geht's. Wir dürfen einfach da nicht direkt so draufklicken. Was habe ich eigentlich so lange rumgemacht? Keine Ahnung. Ich erinnere mich. Hi, kann ich dir helfen? Mello, du bist! Wir haben gehört, dass du auf Abenteuerreise mit Super Mario bist. Ihr Leute habt doch Belobe fertig gemacht, oder? Ihr wisst darüber schon Bescheid. Siehst du, Mario, die Wasserwege bringen. Das geht so viel schneller mit den Neuigkeiten vorbei. Darum weiß Opa auch immer, was wo los ist, weil er alles hier hört, weil Nachrichtengeiler Reporter und so. Bist du wirklich der Super Mario? Jeder, bla bla bla, Sachen, zeig uns den Sprung. Okay. Zeig uns den Sprung. Das sagen sie. Zeig uns den Sprung.
Jetzt sind sie alle beeindruckt. Jetzt sind die alle beeindruckt. Okay, und sein Opa hat gesprochen. Er hat gesagt, und krass, Hitler, was gibt's Neues? Grandpa, Mario hat mir geholfen. Ich weiß, Kindchen. Der Regensturm, den wir gerade hatten, das warst du, nicht wahr? Autsch. Warte kurz, du bist... Du bist dazu da, um mich aussehen zu lassen, als ob ich hier rumfliegen würde, okay? Okay, was... Achso. Achso! Lakito. Ja. Willkommen. Also du bist Mario, nicht wahr? Ich bin Frogfuzius. Er ist ein Frosch. Ja, so sieht ein richtiger Frosch aus. Er hat die Weisheit gesucht, nicht wahr? Die Weisheit von mir gesucht, nicht wahr? Ich habe hier auf euch gewartet. Ja, alte, weise Personen können oft gute Ratschläge geben. Nur weil die weiß sind, heißt es nicht, dass sie bessere Ratschläge geben würden als jetzt schwarz. Ich bitte euch, spielt. Gut, nachdem das geklärt war, und ich es hoffentlich nicht vergesse rauszuschneiden. Ja, nur wir bleiben dabei. Nur weil jemand weiß, wer er ist, heißt es nicht, dass er bessere Ratschläge gibt als jetzt schwarz. Ich bitte euch. Auch wenn ich weiß, dass die Weise in Form von Weisheit halt, nein, das, es bleibt dabei. Das ist rassistisch. Oder auch nicht. Naja, wie unhöflich von mir. Er gibt's zu. Er hat's zugegeben. Sieg! Sieg! Okay, etwas... Lasst uns mehr komfortabel werden. Und lasst uns reden. Klar, also volle Risse. Gut. Rückwärts jetzt halt. Okay, flieg dann... Schweb dann nicht einfach rum. Mach dich selbst nützlich. Form eine Brücke für Mario. Okay. Die formen jetzt für uns eine Brücke, aber erst im nächsten Part nutzen wir die, denn jetzt habe ich gerade Chips und der Part ist vorbei. Genau darum kam die Störung, weil ich Chips erhalten habe. Also, ja. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch dieser Part gefallen hat, wäre ein Daumen hoch nett. Und ja. Im nächsten Part geht es dann weiter. Und tschüss.